Die meisten Probleme auf der Welt werden sehr oft besprochen, wie die Gefahr vom Terrorismus, die Klimaerwärmung, Erdverschmutzung und viele andere Dinge, die in den Medien großflächig besprochen werden. Aber in Wahrheit gibt es noch andere, schwerwiegendere Probleme auf der Welt, die meist weniger Aufmerksamkeit bekommen. Hier sind die Top 5 der größten Probleme, über die niemand redet. Alter, das ist ein YouTuber, der versucht euch zu unterhalten und hat irgendein Spacko eine Dose nach ihm geworfen, wo ich mir echt gedacht habe, irgendwie jetzt reicht. Und damit willkommen zu 5 YouTubern, die sich selbst zerstört haben. Ich sag's euch aber ehrlich, wie es ist, das Video wird schon so ein bisschen ehrenlos, weil da sind auch 2 YouTuber dabei, die frisch nach Dubai ausgewandert sind und jetzt halt übel reinscheißen. Aber ich kann einfach nicht anders, als die auszulachen, weil das schon übel verwerflich ist, nach Dubai auszuwandern. Starten wir jetzt aber mal mit dem ersten YouTuber namens Commander Krieger. Du bist auch ein Krieger, einer auf die Fresse Krieger. Junge, ich sollte dringend aufhören, irgendwelche Memes einzubauen. Das ist gar nicht gut. Aber was hat Commander Krieger eigentlich so alles falsch gemacht, dass er jetzt mit 740.000 Abonnenten nur noch 1.000 bis 2.000 Aufrufe macht? Ist doch irgendwo traurig, oder? Ja, man muss schon sagen, der hat schon einiges falsch gemacht. Aber ich kann euch auch sagen, er hat jetzt nicht alles falsch gemacht. Das muss ich zu seiner Verteidigung ebenfalls mit anmerken. Zum einen muss ich persönlich sagen, sprechen einem die Themen zu 0% an, die er da so raushaut. Ich meine, da kommen irgendwann mal irgendwelche Tauchvideos, dann kommen Gaming-Videos, dann Real-Talk-Videos, dann Reaction-Videos. Also es ist ein ziemlich bunter Haufen, was ja an sich auch gar nicht so schlimm ist, aber irgendwie spricht mich nichts davon an, weil auch die Titel und die Thumbnails so komisch gewählt sind. Und vom Optischen hätte ich da gar keinen Bock, auch nur ansatzweise drauf zu klicken auf so ein Video. Und ich bin euch auch ganz ehrlich, jetzt auch bei der Recherche, wenn ich da einige Videos angeschaut habe, irgendwie war es mega langweilig und es hat mich auch persönlich nicht unterhalten. Bei Real Talk Videos von ihm muss ich aber trotzdem gestehen, die finde ich eigentlich ganz entspannend, also man kann sich das neben den Zocken ganz gut anhören, das geht auf jeden Fall fit, also da würde ich ihn jetzt nicht die ganze Zeit kritisieren oder sagen, dass es schlecht ist. Also ich persönlich denke, dass bei dem Commander Krieger folgendes das Problem ist. Er hat sich seit gefühlt 7 Jahren nicht einmal so ein bisschen weiterentwickelt, was die Qualität von seinen Videos angeht. Er spricht halt mit seinen Videos halt keine neuen Leute an, sondern er erreicht damit nur seine alte Community, die er sich noch von früher aufgebaut hat, die aber jetzt auch schon zum Großteil einfach weg ist. Bruh. Dennoch muss man ihn aber zugute halten und das finde ich persönlich sehr stark, dass er das macht, worauf er Bock hat. Also er schaut jetzt nicht nach irgendwelchen Hype-Themen, um die dann großartig zu thematisieren, damit er möglichst viele Klicks macht oder in irgendeinen Trend kommt, was ich persönlich auch schwerst in Ordnung finde. Trotzdem muss ich euch einfach sagen, ein Video fuckt mich jedes Jahr auf seinem Kanal ab. Und zwar trollt er bei jedem neuen FIFA-Teil aufs Neue rein, indem er sagt, da gibt es jetzt irgendeinen Glitch, wo man automatisch FIFA-Points aufgeladen bekommt. Und das ganz kostenlos. Und zum Schluss von diesem Glitch-Video meint er dann, dass das Ganze ja gar nicht geht und dass es auch nicht funktionieren kann und dass man niemals auf solche Glitch-Videos reinfallen sollte. Aber ansonsten ist es eigentlich immer nur eine große Verarschung. Egal, ob ihr euer Team Forder Points oder irgendwie nennt, ihr werdet es auch hier sehen, dass sehr viele Leute in die Kommentare schreiben, das funktioniert nicht. Aber solltet ihr dieses Video gesehen haben, dann bitte ich euch, in die Kommentare reinzuschreiben, ey, bei mir hat das funktioniert, ich habe so und so viele Points bekommen, damit die ganzen Leute, die das immer noch glauben und dieses Video einfach nicht bis zum Ende schauen, einfach weiterhin verarscht werden und denken, was ist denn hier los? Warum funktioniert das bei allen anderen, aber bei mir nicht? Junge, ist eigentlich voll schlau gemacht, wenn ich mir das nochmal anschaue. Aber im Gegenzug ist es auch todesunnötig, so ein Video zu machen. Also macht da erst gar kein Video. Zumal der Titel ja auch extra auf Englisch gewählt ist, damit er halt irgendwie mehr Reichweite bekommt. Und zufälligerweise ist dieses Fake-Video einfach jedes Mal somit das meist aufgerufene Video im Jahr von ihm. Das ist schon ein bisschen traurig, ja. Ey, aber eine Sache ist trotzdem lustig. Es haben trotzdem sau viele Leute dort kommentiert, dass dieser Glitch nicht funktioniert. Das heißt, die haben sich das Video wirklich nicht bis zum Schluss angeguckt und dementsprechend waren sie halt sehr enttäuscht. Junge, ihr wurdet einfach von dem Rentner verarscht. Sehr, sehr nice an der Stelle. Damit das Video aber jetzt nicht zu lang wird, machen wir direkt weiter mit dem zweiten YouTuber in dieser Liste. Und zwar geht es um keinen geringeren als den FIFA-YouTuber von der Crew No Hand Gaming. Okay, ich habe das gerade echt vorgelesen wie so ein Dulli, als würde ich jetzt hier irgendwie eine große Ansage machen. Scheiße. Für die Leute, die ihn nicht kennen, bekannt geworden ist er durch FIFA und einige werden ihn auch kennen unter der Crew. Also die Crew besteht ja aus Tizi Schubich, aus Gamer Brother, aus der Keller und glaube ich auch No Hand Gaming. Ich glaube, das waren nur die 4 YouTube-Kanäle. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn früher auch ganz gern geschaut, als ich so in meiner FIFA-Sucht hängen geblieben bin. Und genau deswegen würde ich jetzt auch behaupten, könnte ich auch bei seinem Kanal so ein bisschen mitreden. Und um zu enttäuschen, da finde ich eigentlich seine Kanalentwicklung. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist erst vor ein paar Monaten passiert, hat er einen ziemlich ekligen Move gemacht. Und zwar ist er mit seinem Kollegen Bossio nach Dubai ausgewandert. Was ich persönlich jetzt nicht so nice finde, weil dieses Land bzw. dieses Emirat ist halt einfach ein Drecksemirat. Also da kannst du auch nichts schön reden. Die missachten dort sämtliche Menschenrechte, was ich halt persönlich nicht so nice finde und ich unterstütze auch sowas nicht. Und als er sich dazu entschieden hatte, dort auszuwandern, hat er sich dann auch so überlegt, wie wär's denn mit einem Contentwechsel? Ich frage mich auch so, wie kann man denn als FIFA-YouTuber seinen Content einfach wechseln? Also ist ja klar, dass dann der Kanal abstürzt. Denn er hatte nämlich Bock gehabt,
Real-Life-Content zu bringen. Das hat er auch durchgezogen und dann ist sein Kanal einfach in die Brüche gegangen. Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Ich persönlich habe den gleichen Fehler auch schon mal gemacht und bin dann auch abgestürzt. Jawohl, ja! Geil, Mann! Bis vor ein paar Wochen hatten nämlich seine Videos teilweise nicht mal die 10.000 Aufrufe erreicht, obwohl er einen Kanal mit über 500.000 Abonnenten hat. Das ist geisteskrank. Man muss aber an der Stelle noch sagen, dass Snowhand Gaming in der Zeit vom Umzug auch noch Stress mit der Crew hatte und deswegen hatten wahrscheinlich auch viele Leute keinen Bock mehr auf Snowhand Gaming, weshalb das dann auch rapide bergab ging. Mittlerweile hat er sich aber wieder mit der Crew vertragen. Sie haben sich zuletzt in einem Discord-Gespräch ausgesprochen, was ich auch sehr gut finde, denn somit ist wenigstens diese Bieferei vom Tisch. Und man kann jetzt nur gespannt sein, ob sein Kanal wieder mehr Reichweite bekommt. Ich persönlich schätze mal schon. Es kommt aber darauf an, ob sie auch miteinander kooperieren. Also wenn jetzt die Crew mit Snowhand Gaming wieder kooperiert, dann gehe ich schon davon aus, dass sein Kanal immer weiter bergauf geht. Allerdings muss ich einmal zu Benji, also zu Snowhand Gaming sagen. Ich persönlich finde diesen Umzug nach Dubai absolut unverständlich und todesverwerflich. Ich meine, jeder kann machen, was er will, aber ein Emirat zu unterstützen, wo Frauenrechte einfach mit Füßen getreten werden oder wo generell Menschenrechte einfach fast nicht existent sind, das finde ich schon ein bisschen schade. Und da bin ich euch ganz ehrlich, ich meine solche YouTuber. Also ich unterstütze keinen YouTuber, der in dieses Emirat fliegt, um dort irgendwelche Vorteile zu genießen mit irgendwelchen Influencer-Verträgen. Deswegen hat Benji auch mich als einen damaligen Zuschauer definitiv verloren und ich werde da auch nicht mehr weiter auf diesen Kanal eingehen, auch wenn ich ihn eigentlich sonst immer sehr sympathisch fand. Also Real Talk, ich unterstütze schon aus Prinzip keine YouTuber oder Influencer, die irgendwie in diesem Emirat leben und das auch noch unterstützen. Egal wie sympathisch die Leute sind. Ich hoffe, dass er das auch noch mit seinen 25 Jahren irgendwann verstehen wird. Übrigens können wir da direkt mal zum dritten YouTuber kommen, der sich ebenfalls selbst zerstört hat und sag ihn es dabei direkt mal um seinen YouTuber-Kollegen Bossio. Man könnte ja jetzt meinen, dass dieser Kanal eine Mischung aus Kollega der Boss und SSIO ist. Aber nein, das ist es absolut nicht. Also ihr müsst euch das einfach mal überlegen. Die beiden, die wandern nach Dubai aus und während des Umzugs verlieren die einfach ihre gesamte Community, ihre komplette Reichweite. Das ist doch geisteskrank. Ich meine, schauen wir uns jetzt einfach mal den Kanal von Bossio an. Der Typ hat noch vor gerade einmal 6 Monaten teilweise über 30.000 bis 100.000 Aufrufe pro Video gemacht, während er jetzt nur noch knapp 2.000 bis 3.000 Aufrufe pro Video macht. Und das, obwohl FIFA 22 erst vor kurzem rausgekommen ist und in dieser Zeit die Kanäle normalerweise extrem abgehen. Junge, so einen rasanten Absturz hatte ich noch nicht mal vor 2 Jahren. Und ich kann euch sagen, mein Kanal ist wirklich mies abgestürzt. Ich hatte auch im Durchschnitt so um die 30.000 Zuschauer und danach auch nur noch 7.000. Erst in diesem Moment spürt der Mensch den Schmerz. Autsch. Aber auch das hat natürlich wieder den Grund, dass sie halt ausgewandert sind in ein Emirat, was halt eigentlich nicht unterstützbar ist. Und weil er dann angefangen hat, Real-Life-Content zu bringen auf einem FIFA-Kanal, wo es nur um FIFA geht. Also es macht halt auch gar keinen Sinn. Bei Bossio sieht man aber auch den Absturz an seinen monatlichen Klickzahlen. Also das sieht man wirklich enorm. Zum Beispiel hat er im April 2020 noch über 1,6 Millionen Aufrufe im Monat gemacht. Und im Februar diesen Jahres hat er immerhin noch 700.000 Aufrufe erreicht, während er derzeit einfach nur noch 60.000 Aufrufe generiert. Alter, das ist wirklich insane. Insane schlecht. Vor allem, wenn man in ein Land auswandert, welches preistechnisch mega weit oben angesiedelt ist. Also normalerweise musst du da auch viel Geld verdienen. By the way, weiß ich auch nicht, wie lange ihre Sponsoren da auch noch mitmachen bei der Reichweite, die sie mittlerweile verloren haben. Ich finde aber generell ziemlich krass, dass Snowhand Gaming und auch Bossio so viele Sponsoren an ihrer Seite haben, die die beiden unterstützen, obwohl deren Reichweite ja komplett hops gegangen ist. Also Leute aus der Marketingabteilung, falls ihr irgendwie noch Bock habt, mit einem Influencer zu kooperieren oder so, schreibt mich doch gerne an und macht mir einfach seriöse Angebote, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ich meine, ich habe gefühlt nie Placements. Also Kuss geht raus, wenn ihr es wirklich machen solltet. By the way, hatten Snowhand Gaming und auch Bossio mal so ein Video gemacht, wo die auf kritische Fragen antworten zu ihrem Umzug nach Dubai. Und ratet mal, was nicht kam. Richtig kritische Fragen, weil die sich halt nicht kritisch äußern dürfen zu diesem Land. Dafür gibt es ja diesen angeblichen Influencer-Vertrag, was auch immer da drin steht. Aber hätten die wahrscheinlich dieses Land kritisiert oder die Politik dort kritisiert, hätten sie wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Die beiden sind wirklich komplett lost, was das angeht. Machen wir jetzt einmal weiter mit dem vierten YouTuber in dieser Liste. Und zwar geht es diesmal um unseren Lieblings-Minecraft-YouTuber Forks. Das geht doch jetzt wirklich langsam zu weit. Zu weit geht maximal mein Skript zu dir, du Keck. Jetzt verpisst euch, sonst raucht's. Okay, ich muss aber zu seiner Verteidigung sagen, dass Forks und auch SkyGuy einfach privat sehr, sehr korrekte und nette Typen sind. Mit denen kannst du dich wirklich gut unterhalten. Aber was sie damals mit der Hater-Thematik angestellt haben, das war schon sehr, sehr krank. Für die Leute, die Forks noch nicht kennen, Forks ist ein Minecraft-YouTuber, der auch immer mal wieder mit SkyGuy, mit Upgecreeft oder aber auch mit anderen Minecraft-YouTubern kooperiert hat. Und damals haben die Videos über einen Hater gemacht, der sie angeblich tyrannisiert hat. Das Ganze war gefaked und gescriptet, aber trotzdem, sie haben das ziemlich groß aufgezogen und enormen Hype dadurch bekommen. Zu der Zeit ist auch fast jedes Video von
von den angesprochenen YouTubern gerade eben extrem abgegangen und auch irgendwo getrendet. Jedoch muss man jetzt bei Fuchs und auch bei den anderen YouTubern sagen, ist diese Reichweite einfach komplett weggegangen. Also die ist nicht mehr existent. Denn statt 100.000 Aufrufe pro Video, wie sie das damals gemacht haben, macht halt zum Beispiel im Fuchs nur noch maximal 5.000 bis 10.000 Aufrufe. Und auch statt seinen monatlichen 2 Millionen Aufrufen, die er früher generiert hat, macht er halt jetzt nur noch um die 200.000 Aufrufe, wenn es gut kommt. Liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass die Minecraft-Szene zumindest in ihrer Bubble ziemlich nachgelassen hat und die Klickzahlen dort generell runtergegangen sind. Ich meine sogar Upgecreeft, der eigentlich der größte in dieser Szene war und auch eine Zeit lang am meisten Klicks gemacht hat von allen Minecraft-YouTubern in YouTube Deutschland. Selbst der macht mittlerweile weniger Klicks pro Video als ich. Und das ist schon ganz schön krass, vor allem mit seinen Abonnenten, die er da hat. Was ich auch bei Fuchs mega krass finde, ist einfach seine körperliche Entwicklung. Also no joke, der hat mega krass abgenommen, meinen großen Respekt, aber wenn der die Boss-Transformation nicht durchgezogen hat, dann weiß ich auch nicht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay. Und der fünfte YouTube-Kanal in dieser Liste ist unser geliebter Kanal Ruin Reserve. Die sind zwar jetzt schon seit 3 Monaten inaktiv, ich finde persönlich trotzdem, man darf diesen Kanal nicht vergessen, weil dadurch habe ich auch jede Menge Reichweite früher bekommen und da ist mein Kanal auch ziemlich krass gewachsen. Doch was gibt es eigentlich zu diesem Kanal zu sagen? Naja, damals hatten die halt viel Fortnite-Videos gemacht und haben irgendwelche Listen zusammengestellt und auch amerikanische Videos kopiert, das muss man auch offen und ehrlich sagen. Und dadurch haben die auch Millionen an Klicks generiert, extrem viele Abonnenten generiert und mittlerweile haben sie sogar um die 600.000 Abos geschafft, sind aber einfach inaktiv geworden, weil der Kanal abgestürzt ist. Wenn man sich jetzt aber mal ihren Kanal so anschaut, dann denkt man doch, ja, also vor 3 Monaten hatten die zwar ein Video gemacht, das hat nur 15.000 Aufrufe erreicht, was sehr, sehr schlecht ist für so eine Kanalgröße, aber die Videos davor, die sind doch alle extrem gut abgegangen. Ich kann euch aber schon mal ein was sagen, dieser Schein, der trügt, den er dort zählt. Denn die haben nicht immer so viele Aufrufe gemacht, wie man das vor einem Jahr gesehen hat. Die haben nämlich auch ab und zu mal ziemlich krass reingeschissen. Jedoch waren sie so ein großer Fuchs und haben einfach alle Videos, die schlecht angekommen sind, einfach offline gestellt, damit das jetzt so aussieht, als wäre der Kanal schon immer im Hype gewesen und hätte krass viel Reichweite generiert. Deswegen sieht man auch bei Social Blade, dass sie in einem Monat teilweise 14 Millionen Klicks verloren haben. Woran kann das nur liegen? Kann das vielleicht sein, dass da die ganzen irrelevanten Videos offline gestellt wurden und das waren halt insgesamt 14 Millionen Klicks? Man munkelt auf jeden Fall, ja. Du Keck, Digga. Dennoch muss ich persönlich sagen, hat sich der Kanal einfach selbst zerstört, einfach aus dem Grund, dass sie schon immer Clickbait gemacht haben, irgendwelche Videos kopiert haben und das halt auch kein wirklicher Content ist, den man da unbedingt supporten müsste. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zu 15.000 Aufrufen bei 600.000 Abonnenten. Das habt ihr euch aber auch redlich verdient. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja jetzt wieder ein Anwaltsschreiben von denen, wie die das sonst auch immer früher bei mir gemacht haben, weil ich ja ihren Kanal so sehr geschädigt habe. Das Ding ist, ich kann den Kanal jetzt schon gar nicht mehr schädigen. Die haben das halt selbst komplett kaputt gemacht. Damit ihr aber erfolgreicher seid als diese gezeigten Kanäle, kann ich euch einen Tipp sagen. Geht einfach auf Instagram, gebt dort echte Alpha Kevin ein und folgt diesem Kanal, denn dort gebe ich euch immer erfolgreiche Tipps mit, wie ihr euren Kanal am besten aufbauen könnt. Ich werde euch dort definitiv auch alle pushen. Also Kuss geht raus an die Leute, die mir dort folgen und damit lese ich euch jetzt noch einen sehr unlustigen Witz von euch vor. Schlechter Witz. Was ist ein Zollbeamter, der auf der Arbeit Pornos schaut? Hart an der Grenze. Sie sind geistig behindert.